Was hatten wir dann heute? Den Eye-Tracker, Cognitive Walkthrough, und dann wollte ich nochmal die Heuristiken angucken, also auch so ein analytisches Verfahren. Das ist quasi eine Wunschliste. Wie soll ein, in Anführungszeichen, gutes Programm, eine gute Heizung, ein gutes Auto, was auch immer, aussehen von der Bedienung her? Es gibt so eine klassische Geschichte von Jakob Nielsen. Schaue ich mal grob hin. Heuristiken von Jakob Nielsen. Eines der Urgesteine der Mensch-Maschinen-Interaktion. Wie gesagt, in den Normen stehen ja auch Heuristiken drin. Selbstbeschreibungsfähigkeit und so weiter, das sind auch Heuristiken. Ziemlich alt, 94, aus dem Jahr stammen die. Und zwar hat er sich Folgendes ausgedacht, dass der Status sichtbar ist. Ich versuche es mal im Fluge auf Deutsch zu übersetzen. Der Status ist sichtbar. Ich weiß, wie es um mein System steht. Ist ein Fehler aufgetreten? Ist gerade im Drucker was verstopft? Habe ich genug Speicherplatz? Was auch immer. Wo bin ich bei meiner Aufgabe? Ist der Status sichtbar? Möglichst natürlich der Teil, der Status, der mich interessiert, nicht irgendwelche Interna. Die Abstimmung zwischen der Oberfläche und der wahren Welt. Stimmen die Icons? Wenn ich ein Thermometer habe, zeigt das wirklich eine Temperatur an. Oder was wir gerade eben gesehen haben bei den Blockheizkraftwerken, dieses Thermometer ist das festgenagelt, dass es dann doch nicht die Temperatur anzeigt. Solche Geschichten müsste man vielleicht auch mal an der Stelle gucken. Ein Papierkorb, wozu ist eigentlich ein Papierkorb da? Ist er zum Recyceln da oder löscht er wie ein Schredder? Stimmt das? Oder gibt es dadurch irgendwelche Probleme, indem ich glaube, der Papierkorb macht was anderes und das dann falsch bediene? Steuerbarkeit und Freiheit sozusagen, dass der Benutzer Fehler machen darf und dass er aber auch Freiheiten hat, in welcher Reihenfolge er was wie macht, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber insbesondere sowas wie Undo und Redo. Ich darf ausprobieren, gefahrlos. Konsistenz und Standards. Denken Sie an die Kiste von eben. Drei Punkte hinter der Bezeichnung eines Buttons, bei dem ein Dialog aufgeht. Das hilft extrem. Konsistenz und Standards. Das Vorbeugen von Fehlern. Man versucht schon so zu arbeiten, dass Fehler gar nicht erst auftreten. Denken Sie an den Assistenten, wenn Sie fragen, erstens, welche Datei soll bearbeitet werden? Zweitens, wohin sollte gespeichert werden? Dann ist es einfach nicht möglich zu vergessen, dass man auswählen muss, welche Datei bearbeitet werden soll. Sie können einfach nicht weitermachen. Und bei Dialogen natürlich solche Pflichtfelder, Sie kennen das, wenn Sie sich irgendwo anmelden, es gibt Pflichtfelder, Sie müssen Vor- und Nachname eintragen. Das erfahren Sie nicht erst beim letzten Schritt der Buchung, dass Vor- und Nachname eingetragen werden müssen, das erfahren Sie sofort, dass die eingetragen werden müssen. Es geht einfach nicht weiter. Oder man kann nur bestimmte Sachen auswählen, die sinnvoll sind. Sie können keine Klasse buchen, die nicht auch wirklich wählbar ist und sowas. Kein Datum buchen, das nicht wählbar, das nicht wirklich vorhanden ist. Sowas und dazu zählt dann aber auch Bestätigungsdialoge. Wollen Sie das wirklich? Wollen Sie wirklich zwei Sitzplätze für dieselbe Person buchen? Sinnvoller ist natürlich, wenn man sofort so baut, dass gar kein Ärger passieren kann. Erkennen statt erinnern. Ich muss mich nicht an Bezeichnungen erinnern. Ich sehe es einfach, das Icon, was da eben zu sehen war für das Blockheizkraftwerk, ein Aus, das Ein-Aus-Icon. Irgendwann muss ich mich nicht mehr daran erinnern, irgendwann erkenne ich das einfach. So sieht das immer aus, auf allen Maschinen sieht das so aus, der Ein-Aus-Taster, dann kann ich es zum Schluss einfach erkennen. Effizienz, Flexibilität und Effizienz. Die Tastaturkürzel zum Beispiel, dass ich, wenn ich irgendwann fit bin mit einer Software, Tastaturkürzel verwenden kann, würde darunter fallen. Oder bei großen Dialogen, ich gucke mal gerade hier, ist das der Fall bei großen Dialogen, ja, dass ich einfach mit Tabulator weiterarbeiten kann. Also insbesondere ganz viel auf der Tastatur machen kann. Ich komme einfach mit Tabulator weiter. Hier ist es vielleicht jetzt nicht so sinnvoll, im Internet, wenn man zum tausendsten Mal irgendwo seinen Namen und seine Adresse eingibt, einfach mit Tabulator weitergehen zu können, statt klicken zu müssen. Wenn man das dann irgendwann weiß, dass man mit Tabulator weiterkommt, das ist natürlich schon hilfreich. Das wäre Flexibilität und Effizienz. Interessant finde ich den hier, Ästhetik, Minimalismus.
je weniger Ablenkungen da sind, umso besser. Ist die Frage, wie weit man den Minimalismus treiben muss. Es gibt ja Wellen, nicht? Die neuen Dialoge von Windows, die sind super flach, ist jetzt echt nichts mehr ein 3D-Effekt. Was war das seinerzeit mit, war das Windows Vista? Was war das seinerzeit für ein Wahnsinns-Pohai um die transparenten, runden Fenster? Und hier nichts mehr transparent, nichts mehr rund. Das ist schon wieder weg. Also die Ästhetik wandelt sich dann auch, nicht? Der Schritt ist jetzt wieder zu extrem minimalistisch. Die Fenster sind noch einfacher, als sie in Windows 3.1 waren, ganz zu Beginn. Man kann so argumentieren, dass dieser Minimalismus die Sache auch leichter zu erkennen macht. Je weniger sie anzeigen, desto weniger muss das Auge auch wahrnehmen, desto weniger wird das Auge abgelenkt. Wenn sie alles vollmalen mit irgendwelchen netten Mustern, dann lenkt das einfach ab von den Sachen, die wirklich wichtig sind. Ist eine zweischneidige Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie Musiksoftware kennen. Wenn Sie die klassische, übliche Musiksoftware angucken, da sind dann wirklich 1:1 irgendwelche Orgeln nachgebildet mit Holzfurnier und allem Pipapo. Das scheint da eine andere Welt zu sein. Aber so für die klassische Business-Software soll es wohl so aus sein. Und natürlich in Spielen erst recht nicht. In Spielen haben Sie richtig schöne, ein richtiges Cockpit mit ein bisschen Rost. Das ist eine andere Welt, aber die produktive Software, bei der geht man typischerweise von diesem Minimalismus aus. Und dann haben wir hier noch Hilfe und Dokumentation. Also sehen, das ist einfach nur ja, mehr oder minder hingeschrieben, wie man sich gute Oberflächen vorstellt. Eigentlich nichts Besonderes, das kriegen Sie auch hin. Setzen sich eine halbe Stunde hin, schreiben das untereinander. Das ist jetzt eben, was Herr Nielsen irgendwann mal gesagt hat. Man kann daneben schreiben, was die Normen sagen, was andere Leute sagen. Das sind solche Heuristiken. Und jetzt kann man eben ein Bedieninterface mit solchen Heuristiken einfach mal durchgehen. Einfach nur, dass man nichts übersieht. Mal gerade gucken, was hier passieren würde. Wir sagen Status sichtbar. Mal wieder jetzt zu dem Dialog zurück. Was hier eigentlich der Status ist, wäre für mich jetzt gerade die große Frage. Dass die Redebuttons angewählt sind und dass ich hier erkennen kann, wo jetzt was gespeichert werden soll, wäre sicherlich Teil des Status. Das Spannendste hier, was den Status angeht, ist sicherlich, wenn ich hier auf Starten drücke, dass er mir sagt, welche Bilder er jetzt verarbeiten will. Sowas. Das finde ich insofern als Status interessant. Ich erfahre, was die Maschine gerade tut. Insbesondere, wenn sie hier 100 und 1000 Bilder verarbeiten, ist natürlich sehr hilfreich zu sehen, ob die jetzt wirklich im richtigen Verzeichnis landen. Von daher, ja, Status insoweit richtig. Die Metaphern, die man verwendet auf dieser Oberfläche, entsprechen diese Metaphern auch wirklich dem, was man dann in der wahren Welt erwarten würde oder führt einen das in die Irre? Mal gerade gucken, gibt es überhaupt solche Metaphern? Nicht allzu viele, nicht? Also wir haben die Ordner und so weiter, die wir von Windows erben. Ist auch ein Vorteil, nicht? Wenn es keine Metaphern gibt, können Sie auch keine Metaphern falsch verstehen. Okay, das Thema ist also dann hier nicht so wichtig. Andurido, tja, ist bei so einer Batchverarbeitung eine Geschichte. Ne? Nachdem Sie 1000 Dateien umgerechnet haben, dann ist Undo typischerweise nicht wirklich möglich. Man kann immerhin hier, bis man auf den Startknopf drückt, feststellen, hat man das Richtige gemacht, immer noch mal lesen. Hat man das Richtige gemacht, wollte man das tun, aber sobald Sie auf den Startknopf gedrückt haben, ist natürlich Feierabend. Insofern ist das ein bisschen kritisch, aber das macht kaum eine Software. Nicht? Eine Batchverarbeitung und 1000 Dateien und das wieder rückgängig machen, welche Software würde das tun? Konsistenz und Standards, davon haben wir schon ein paar entdeckt. Also wenn Sie jetzt einfach sich das Ding angucken, Fragestellung, ist das konsistent gemacht, werden Standards eingehalten, dann wissen wir jetzt schon, aha, hier werden Standards nicht eingehalten bei den Optionen und bei den Sätzen. Da gehört und bei den Optionen da schon wieder und bei dem Durchsuchen gehören überall 3 Punkte dahinter. Naja, ansonsten die Radio-Buttons lösen sich gegenseitig aus. Das ist eine Checkbox, das gehört sich auch so. Starten, überlege gerade, gibt es hier einen Default-Button? Wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt einfach nur Return drücke. Es gibt keinen Default-Button. Normalerweise hat man in solchen Dialogen ja einen Default-Button, der sofort ausgelöst werden soll. Mal gerade gucken, bei Öffnen zum Beispiel. Ja, das Öffnen wird ja ausgelöst, wenn ich Return drücke. Eigentlich sollte jeder Dialog einen Default-Button haben. Haben wir hier nicht. Wahrscheinlich nicht so ein Drama. Oder ich überlege gerade hinzufügen. Ach, hinzufügen ist er. Doch, hat er doch.
Das ist ja spannend. Ich mache den nochmal auf. Also hinzufügen ist der Default-Button, sehe ich gerade. Hinzufügen ist der Default-Button, aber der hilft mir ja nicht, solange ich hier oben nichts ausgewählt habe. Also wähle ich mal gerade was aus. Den hier. Und wenn ich jetzt Return drücke. Ah ja, okay. Hinzufügen ist der Default-Button. Das ist dann nicht so unlogisch, wenn ich jetzt einmal drüber nachdenke. Also nicht starten, weil ich habe ja noch nichts ausgewählt. Hinzufügen ist der Default-Button. Naja, das geht natürlich jetzt nur einmal, ja. Ja, weitere Standards scheint man hier irgendwie nicht einhalten zu können. Ich meine, das ist natürlich schon schön als Standard, dass von Windows die Standarddateiauswahl benutzt wird. Das ist von der Programmierung her schon ein bisschen eklig. Man muss sich von Windows hier diesen Teil wirklich borgen. Der Teil kommt aus dem Betriebssystem direkt und der andere Teil ist zu Fuß selber gemacht. In Windows ist es vorgesehen, dass man sich von den Dateiauswahldialogen solche Anteile leiht oder genauer gesagt, dass man die Dateidialoge erweitert um seine eigenen Bestandteile. Vorbeugen von Fehlern. Wo waren wir? Also wenn ich nichts ausgewählt habe, haben Sie eben gesehen, alle entfernen, wenn ich nichts ausgewählt habe, na gut, keine Dateien in der Liste. Immerhin dann erfahre ich das. Das hätte man auch anders machen können, wie eben gesagt, dass man hier reinschreibt, noch nichts ausgewählt. Schon wieder ein Fehler vorgebeugt. Gibt es andere Bedienungsfehler, die Sie sehen? Okay, mal gerade gucken. Wenn ich durchsuchen klicke und habe noch keinen, sehr gut. Ha. Und wenn ich keinen Ordner vorher gemacht habe, dann habe ich auch hier nicht die Chance. Das ist ja mal spannend. Kann ich nicht rechts? Auch nicht. Okay, das ist natürlich ungeschickt. Das heißt, ich muss den Ordner irgendwo anders bauen. Ich habe nie dran gedacht. Ich mache das immer, den Ordner woanders bauen. Ja, die Frage ist, könnte ich hier, das wäre natürlich ganz verwegen, könnte ich hier, weil das ja Teil vom normalen Windows-Dateidialog ist, kann ich hier jetzt einfach sagen, neu. Das wäre natürlich ein bisschen komisch. Ich müsste hier zum Zielverzeichnis navigieren. Dann könnte ich hier oben sagen, neuer Ordner oder hier neuer Ordner sagen, aber das ist nicht ausgereift. In der Tat, das fehlt dem Ding. Weil das Absurde ist ja, dass das Windows auch einen normalen Dialog hat dafür. Es gibt einen Dialog in Windows, wo ich hier auch einen Ordner erzeugen kann. Ich weiß nicht, warum der nicht benutzt wird. Also das wäre dann, dass man eben Standards an der Stelle offensichtlich nicht benutzt hat. Also es gibt dann doch so die eine oder andere Geschichte, die man hätte ändern können. Und was ich eben erwähnt hatte schon, wenn man von oben nach unten was schiebt und umgekehrt, das hier mit dem Hinzufügen und Entfernen, sieht man gerne mit Pfeilen. Ich kenne es zumindest aus vielen Programmen, wo dann Pfeile gemacht werden, rauf, runter, links, rechts, statt Hinzufügen, Entfernen. Stichwort Status, ich sehe gerade hier, wie viele Dateien, das ist ja auch nett überhaupt, das ist hilfreich. Es sind gerade 5 Dateien, wenn Sie hier 100 Dateien haben, dass Sie sofort sehen, das sind 100 Dateien. Da habe ich gar nicht drauf geachtet bisher. Das würde man an der Stelle merken, wenn man wirklich jetzt aufmerksam durchgeht. Wie steht es hier mit Statusanzeigen? 5 Dateien, nett. Wenn ich in dasselbe Verzeichnis zurückschreiben will, wenn ich sage Batch-Konvertierung und ich sage aktuelles Verzeichnis verwenden und jetzt in dasselbe Verzeichnis zurückschreiben, ich bin mal gespannt. Starten. Okay, also hier verhindert er den Fehler. Die Zieldatei existiert bereits, kein Überschreiben. Das ist auch gut. Das wäre wirklich fies, wenn er jetzt einfach die Zieldatei überschreibt. Ärgerlich ist, ich mache den Fehlermeldung zu und der Dialog ist weg, aber offensichtlich möchte ich noch was tun. Er hat ja gar nichts getan. Ne? Er sollte nicht einfach, wenn ich hier jetzt starten klicke, aktuelles Verzeichnis verwenden. Oh, das sehe ich jetzt überhaupt erstmal. Die Einstellungen sind ja weg. Warum behält der Dialog nicht die Dateien, die ich ausgewählt habe? Das ist auch nicht schön. Das kommt nicht wirklich in diesen Heuristiken vor, die da gerade gelistet waren. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön. Wenn ich hier die ganzen Einstellungen gemacht habe, wo bin ich hier? Bilder. Wenn ich hier die Einstellungen gemacht habe, hinzufügen und ich sage aktuelles Verzeichnis verwenden, was nicht funktionieren wird. Er würde ja jetzt versuchen, die Bilder zu überschreiben. Starten. Das funktioniert nicht. Hier gibt es zurück zu Batch. Jetzt sehe ich das auch. Okay, hier gibt es zurück zu Batch. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich jetzt sage Batch beenden, dann ist alles weg. Zurück zu Batch würde funktionieren. Okay. Und wenn ich hier sage Batch beenden, habe ich den Ärger, dass ich von vorne anfangen muss. Eigentlich hätte er sich das ja merken können. Warum hat er sich das nicht gemerkt, dass er wieder da anfängt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, das Zielverzeichnis hat er sich gemerkt. Urlaub hat er sich gemerkt, aber er hat sich nicht gemerkt, was das Quellverzeichnis gewesen sein sollte und welche Bilder ich haben wollte. Das hier oben hat er sich auch gemerkt. Das ist inkonsistent.
Wo war ich jetzt eigentlich? Vorbeugen von Fehlern. Okay, also das Überschreiben von Dateien scheint zu Fehlerausgabe zu führen. Also okay, damit erledigt. Erkennen statt erinnern, ich glaube, da kann man hier nicht viel. Nee, hat keine Icons, das ist nicht viel zu machen. Keine Icons, keine Pfeile oder sowas, da kann man nicht viel erkennen. Ist wohl an der Stelle nicht viel zu holen. Flexibilität und Effizienz. Tastaturbedienung, ja, nur dass ich mit dem Tabulator weiterkomme. Gut, das kann ich hier nicht die übliche Windows-Tastaturbedienung natürlich verwenden, aber würde ich das machen wollen, wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt irgendein Kürzel hätte, um zu sagen, hinzufügen, nicht? Mit irgendeiner Taste direkt hinzufügen, entfernen oder sowas, das könnte vielleicht noch spannend sein. So, Ästhetik und Minimalismus, ja, minimalistisch, naja, ästhetisch nein. Beim besten Willen nicht. Ne? Das sieht aus wie Kraut und Rüben, das kann man nicht anders sagen. Ästhetisch wäre zu versuchen, hier diese ganzen Kästelungen irgendwie loszuwerden, möglichst wenig Linien zu machen, auch dieses hier irgendwie noch klarer zu machen. 9 Knöpfe nebeneinander geklatscht, finde ich nicht ästhetisch. Wie kann man Gruppen bilden? Wie kann man das Ganze übersichtlicher machen? Der Wizard wäre für mich das Übersichtlichste. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 fände ich deutlich ästhetischer. Ich glaube, das wirkt doch wirklich wie Kraut und Rüben. Allein solche Geschichten hier, jetzt wirklich knallhart die Ästhetik, wenn Sie sich diese Linie hier angucken und unten ist das schief. Ein Grafikdesigner würde höchstwahrscheinlich diesen Knopf hier ein paar Pixel nach links rutschen, damit die Linie da bündig ist. Oder diese Linie, aber das ist Windows-Bestandteil, das kriegen wir nicht rüber. Wenn wir das rüberkriegen würden, diese Linie ein Stück nach rechts bringen oder den Knopf ein Stück nach links bringen, damit das bündig ist. Das heißt natürlich, Sie müssen die ganzen anderen Knöpfe auch nach links bringen, dass der Abstand zwischen den Knöpfen gleich ist. Auch das stimmt nicht, ne? Wenn sich den Abstand, oder? Habe ich einen Knick in der Optik? Für mich sieht dieser Abstand breiter aus als der Abstand. Aber kann auch sein, dass ich jetzt einen Knick in der Optik habe. Also es sollte pixelgenau sein. Dieser Abstand sollte genauso breit sein wie der. Und das sieht für mich nicht ganz hundertprozentig aus. Hat an einigen Stellen auch mit den Anordnungen von den Checkboxen. Ne? Das sieht sauber aus. Visual Studio hilft einem ja ganz viel bei der sauberen Anordnung von diesen Checkboxen. Hier sehen Sie das. Dieser Abstand zwischen den beiden Checkboxen ist breiter als der. Das Ärger ist hier mit den Optionen. Jetzt verstehe ich, warum es nicht passt. Die Optionen nehmen Platz weg. Deshalb muss hier mehr Platz sein, um die Checkboxen. Was man also machen könnte, ist, dass man auch bei den oberen mehr Platz lässt und dass man die unteren tatsächlich ein bisschen aufeinander quetscht. Dann sind die Optionen eben dichter aufeinander, sei es so. Aber es sieht ein bisschen komisch aus, dass dieser Platz größer ist als der Platz. Links oben, rechts unten gesehen, hier ist ein bisschen gespielt mit der Ausrichtung, dass die Mitte wirklich in der Mitte ist und links oben wirklich links oben ist. Stimmt, 50%, sehr interessant, 50%. Stichwort Standards 50,00 wäre natürlich hübsch. Kann er da eigentlich 50,00 oder gibt das jetzt Ärger? Mal gucken, nochmal setzen. Ist wieder Punkt geworden, das geht natürlich auch nicht. Das muss ja Komma werden. Eben hatte ich noch was, echt ja von Ästhetik. Dieser Knopf, da müsste eigentlich die Kante links mit dieser Kante bündig sein. Und dann natürlich die darunter auch. Das ist total halsspalterisch. Stichwort Ästhetik. Es sieht einfach dann besser aus. Man sieht erst gar nicht, warum es besser aussieht, aber es sieht besser aus. Jetzt sind hinten diese Kante und das hängt im Raum. Nee, das geht einfach nicht, wenn es schön sein soll. So, Ästhetik mindestens. Und dann die Hilfe. Na, Hilfe ist ja anscheinend nicht. Ne? Was macht er mit F1? Nüchte. Nee, kein F1. Insofern gibt es ja gar keine Hilfe. Das ist nicht allzu viel. Und da komme ich ja auch nicht dran an die Hilfe. Hilft mir da wahrscheinlich gar nicht, nicht. Was passiert hier, wenn ich häufig gestellte Fragen... Nee, das hilft mir an der Stelle auch nicht. Also Hilfe haben wir Fehlanzeige. So kann man auch durchgehen. Ich hoffe, Sie erkennen den Unterschied. Bei den Heuristiken gucke ich mir also die gesamte Oberfläche jeweils unter einem Aspekt an. Typischerweise wirklich so ein großer, grober Aspekt. Und gehe eins nach dem anderen dann eben durch auf der gesamten Oberfläche. Die gesamten Schritte, die nötig sind. Anders bei dem Cognitive Walkthrough. Da gucke ich mir wirklich eine Aufgabe an, konsequent eine Aufgabe und gehe die von vorne bis hinten durch und gucke, wo der Benutzer, die Benutzerin stecken bleiben würde oder vom Weg abkommen würde. Ein anderer Ansatz. Und beides
ist nicht so wirklich theoretisch fundiert. Nicht? Es ist wirklich alles sehr der gesunde Menschenverstand. Erkennt der Benutzer, was er hier machen soll? Oder hier bei dem Konsistenz und Standards, Vorbeugen von Fehlern, das ist alles der gesunde Menschenverstand. Da wird jetzt nicht großartig irgendwas an Mathematik, an Statistiken oder so benötigt oder an Modellen des menschlichen Denkens. Das geht alles so.